Alright, willkommen zurück und heute wollen wir uns einfach mal ein Video vom Arizo oder Renzo, ich glaube das ist sein Zweitkanal, hier angucken. Da gibt es einige von aus der gleichen Kategorie mit dem Namen die ekelhaftesten Dating Coaches, die Dating Coaches, Leute reagieren auf Dating Coaches, was natürlich sehr interessant ist. Falls du mich nicht kennst, auch ich habe als Dating Coach gearbeitet und tue das immer noch, deswegen da kursieren wirklich, also dieser Begriff ist zu Recht an manchen Stellen auch komplett untergegangen in den Mainstream-Medien im Sinne von Negativität, aber wir wollen uns einfach mal gucken, was hier drin ist. Hier ist auch der gute alte Eugen von sprichsiean.de drin. Ein alter Bekannter von mir aus der Flirt-Profis-Zeit, der damals am Anfang mein Kameramann war, witzigerweise. Von daher, allein das ist witzig, mir das mal anzuschauen. Und wir gucken mal, ich als Coach in diesem Fall, der das jetzt seit über 10 Jahren macht, schaut sich das einfach mal an und wir gucken mal, wo die Leute recht haben oder vielleicht auch nicht. Starten wir einfach mal ins Video. Triggerwarnung. Misogynie-Dudes in diesem Video, ja. Also Frauenhasser, basically. Heute erkläre ich euch, wie ihr Nacktbilder von Bitches kriegt. Ey, ohne Scheiß. Das macht so keinen Sinn. Mir ein Eis, oder soll ich der sah aber auch wild aus. Date keine Frauen, die beim Therapeuten sind. Was ist mit ihm? Also ich werde das ab und zu immer mal so anhalten, um so ein bisschen was zu den Sachen zu sagen. Wir gucken jetzt uns Dating Coaches an. Jakob hatte da ein paar Sachen vorbereitet. Man kennt ja Dating Coaches. Ja, das kann jetzt Frauen sind alle gleich. Behandle sie so. Und dann weiß man, wie man daten kann. So. Das ist eine ganz interessante Sache, die ich hier an der Stelle einmal anmerken will. Das ist so ein bisschen was, was leider Mainstream verloren geht. So diese Kritik an so Allaussagen. Ne? Sobald du irgendwie sagst, die meisten Frauen oder alle Frauen sind so, das stößt natürlich gleich auf ganz viel Widerstand bei Leuten. Aber natürlich ist genau das, was man in Studien, in der Wissenschaft herausfindet. Solche Allaussagen möchte man produzieren, die man natürlich nie ganz beweisen kann. Du kannst nie sagen, alle Schwäne auf der Welt sind weiß, denn du müsstest nur einen einzigen schwarzen Schwan finden, um das Ganze zu widerlegen. Aber das ist ja genau das, was Wissenschaft, also Wissenschaft das Beste, was wir haben, um eine annähernde gute Aussage zu haben, was das produzieren will. Du kannst zum Beispiel, du kannst gewisse Allaussagen oder ich sag mal allgemeingültige Aussagen für beide Geschlechter machen. Du kannst zum Beispiel sagen, dass die meisten Männer sich von der physikalischen Attraktivität der Frau, also dass das der Hauptgrund oder der Hauptfaktor ist, der für bei Männern in Betracht gezogen wird, wenn es um das Eingehen einer Langzeitbeziehung ist. Da gibt es Studien zu, da gibt es Daten zu, so ist es nun mal im Großen und Ganzen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Männer gibt, die das anders machen oder Frauen gibt, die gewisse Dinge anders machen, aber es gibt viele Sachen, von denen man sagen kann, das ist schon ziemlich korrekt für sowohl Männer als auch Frauen. Und das ist so schade im Mainstream. Es geht im Mainstream immer so ein bisschen unter, so als wäre das gar nicht möglich. Oder oh mein Gott, so viele Frauen sind so. So eine Aussage kann man ja gar nicht machen. Und doch, bei gewissen Sachen kann man solche Aussagen tatsächlich machen. Und natürlich gibt es auch wieder Sachen, bei denen man solche Aussagen nicht machen kann. Das ist ganz klar. Und das ist immer was, was im Mainstream so ein bisschen verloren geht. Auch weil, glaube ich, das Gefühl gar nicht vorhanden ist dafür, was ist überhaupt Wissenschaft oder wie, was ist Wissen überhaupt? Aber wir haben halt solches Wissen in Bezug auf gewisse Sachen, in Bezug auf andere Sachen allerdings auch nicht. Ja. Okay. Generell solltest du dich als maskuliner Mann von stolzen, emanzipierten und aggressiven Frauen generell fernhalten, weil diese Frauen einfach nicht für eine Beziehung geeignet sind. Es gibt tausend Gründe, warum diese stolzen, emanzimierten Kampf... Emanzimiert! Okay, der Typ ist schon witzig. Warum? Oh mein Gott! Er hat sich gerade einfach selbst zerstört. Wir müssen gar nichts mehr sagen. Einfach sich selber hops genommen. Diese emanzimierten Frauen mehr fernhalten. Okay, warum denn? Warum diese stolzen, emanzimierten Kampffrauen für keine gute Beziehung geeignet sind. Ja, zumindest erzähl. Für keine klassische Beziehung. Weil heute eine klassische Beziehung zu führen ist sehr selten. Ja. Aber klassische Beziehungen, das ist schon ein weirdes Video. Sie vor 30, 40 Jahren hatten, sind immer noch die best funktionierendsten Beziehungen. Nein, sind sie nicht. Die sind alle unglücklich. Die sind nur noch zusammen, weil sie zusammen sein müssen. Also nicht. Na, jetzt kommen wir auch mit den Allaussagen hier. Die sind alle unglücklich. Ich mache eine Allaussage, aber vorher sage ich, oh mein Gott, man kann ja keine Allaussagen machen. Wobei, fair to say, das hat natürlich wie so gesagt nicht die Tante hier. Okay, wilder Typ, natürlich, wenn ich solche Leute einblende, dann kann ich natürlich auch niemanden ernst nehmen. Das ist aber offensichtlich kein Dating-Coach, sondern irgendein, also da muss man natürlich auch Unterscheidung treffen. Das ist irgendein gefühlt 14-Jähriger, der auf YouTube irgendwelche Aussagen trifft, die er wahrscheinlich von denen er gar nicht richtig weiß, was das überhaupt bedeutet. Ich habe schon verstanden, was seine Grundkernaussage sein soll. Und er hat natürlich auch recht, mit aggressiven Frauen sollte man sich wahrscheinlich wirklich nicht einlassen. Ich glaube, man muss verstehen, was man als Mann will von seinem Leben und von seiner Partnerin. Und da können emanzipierte Frauen tatsächlich etwas sein, was du nicht
unbedingt als Partnerin haben willst. Es ist aber für den Einzelfall irgendwie anzuwenden. Schwierige allgemeine Frage. Aber ja, ich verstehe, wenn man solche Leute einblendet, den könnte ich auch nicht als Dating-Coach ernst nehmen. Der ist offensichtlich einfach ein junger Typ, der einfach irgendwas in die Kamera redet. Aber Props muss ich dazu mal sagen. Weißt du, es ist ein junger Typ und obwohl er natürlich sich mit einem kontroversen Thema beschäftigt, haut er da einfach irgendwas in die Kamera raus. Das ist auch dumm. Aber das ist auch irgendwo... Props an den jungen Guy, auch mutig, dass er sich da einfach äußert zu so einem kontroversen Thema. Aber klar, die Aussagen waren natürlich irgendwie sehr wirr und ohne Hand und Fuß, könnte man sagen. Also nicht wirklich glaubwürdig. Ja, alle natürlich. Also wenn er, aber das macht alles keinen Sinn. Ich finde, das Lustigste bei so Dating-Coaches ist halt, dass sie sich meistens total entlarven. Das ist, glaube ich, das Ding. Ne? Also er wurde als Dating-Coach rausgesucht, aber ich glaube nicht, dass er wirklich ein Dating-Coach ist auf seinem YouTube-Channel oder woher dieses Video auch immer kommt. Mit dem, was sie sagen. Also zum einen hat er ja schon sehr deutlich gezeigt, wie dumm er ist, ja, grundsätzlich. Aber er zeigt ja auch, er möchte gerne eine Frau haben, die von ihm finanziell abhängig ist. Ja. Warum möchte er denn eine Frau haben? Ja gut, die Aussage hat er ja nicht getätigt. Das war jetzt ein bisschen weiter gedacht, aber das wurde ja im Video gar nicht gesagt. Die von ihm finanziell abhängig ist. Weil Frauen, die von ihm nicht abhängig sind, irgendwie nicht mit ihm eine Beziehung führen wollen. Oh. Woran mag das liegen? Ich weiß auch nicht. Dass der Mann, wenn er nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, auch mal lecker gekochtes Essen von der Frau erwarten darf. Echt, ich kann kaum einen Satz davon ab. Ja, also ich würde sagen, wenn ein Mann nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt und seine Frau ist eben nicht diejenige, die arbeitet, sondern ist vielleicht zu Hause, kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Also wenn das die Konstellation wäre, in der ich leben würde, dann würde ich auch von meiner Frau erwarten, dass sie dann vielleicht was gekocht hat, weil ich bin ja 8 Stunden arbeiten gewesen und sie hat sich halt um den Haushalt gekümmert, um Kinder, und ich finde, dann gehört auch das mit dem Kochen dazu. Wenn ich der Typ wäre, der im Haushalt die Sachen macht und meine Frau würde den ganzen Tag arbeiten, dann würde ich auch was kochen am Abend, also das finde ich jetzt nicht so verwerflich. Ist mit ihm. Was ist denn das? Das ist so unangenehm. Ich glaube, er sucht krampfhaft nach Gründen, warum er Single ist. Aber ich kann ihm ganz andere Gründe nennen. What's your name, by the way? Eugen, das ist Eugen. Eugene. Nice to meet you. Eugene. No, no, usually you get a hug. This you get a hug, like, yes. Oh, bitte, geh nicht. Wieso hat er sie gerade geküsst? Alter, ist es, bitte mach, nee, das ist, nee, nein. Nice to meet you. Wait a second, how do you do that, like, einmal... Like, aber die macht ja auch mit. Okay. One bite. Ich wollte gerade sagen. Nein. Nee, Alter, das ist so ein klassischer Eugen. Eugen haut immer so komische Sachen raus. Ich liebe den Typen. Ja, aber guck mal, das ist auch wieder so, das ist auch wieder ein gutes Ding. Sie hat es gerade richtig erkannt. Die macht ja auch mit. Die hat ja auch mitgemacht. So, wo reden wir jetzt hier so? Die war ja offensichtlich auch offen der Sache gegenüber. Da gibt es doch gar nichts mehr zu bereden. So, also, weißt du, so Leute wie dieser Rezo machen öfter so Videos von wegen so, ja, man muss alles akzeptieren, wenn die Leute glücklich sind, dann ist das auch super. Und dann passiert sowas in einem Video und die sind so, oh, das geht ja gar nicht. Obwohl die Frau ja offensichtlich einfach dabei war und jetzt sich überhaupt nicht darüber aufgeregt hat. Das ist zu ekelhaft. Ach, so ein Quatsch. Boah, das ist so unangenehm. So Blödsinn. Wenn alle mitmachen. So Dating-Tipps. Weißt du, wenn die Frau mitmacht, so, wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst und sie hat überhaupt keinen Bock auf dich und dann fängst du an, dieser random zu küssen, das ist natürlich absolutes No-Go. Aber da war offensichtlich die Frau ja dabei. Das hat man ja auch in der Körpersprache gesehen. Das hat man dann an ihrer gesamten Körperkommunikation gesehen. Natürlich ist das relativ extrem. Das ist Eugen für die YouTube-Videos. Aber ein Problem besteht dann natürlich an der Stelle sehr offensichtlich nicht. Nummer 3 für die Jungs. Beleidige niemals eine Frau. Frauen wollen keine Entscheidungen treffen. Genau. Oh, ich hasse solche TikToks. Das ganze Video ist einfach nur zeigen, ich bin geil. Auch wieder kein Dating-Coach offensichtlich, sondern irgend so ein random TikTok. Ne? Oh mein Gott, warum gibt es dich nicht in meiner Stadt? Hat sie recht, ja. Führen. Viele Frauen würden dem wahrscheinlich hinterhergeiern, dem Dude. Jetzt kommt Orlando Owen. Führen. Ein selbstbewusster Mann fragt nicht, er macht. Oh, das ist Maximilian. Das Frauen besonders attraktiv. Ich dachte, das wäre Orlando. Es gibt Männer, die Frauen fragen, darf ich dich küssen? Ich glaube, selbst wenn sie es vorher wollte, will sie es spätestens dann nicht mehr. Na, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, du liegst da ein bisschen falsch. Aber danke für den Tipp. Die ist ein bisschen komisch. Also zum Thema Küssen, Fragen, Küssen. Also ich bin auch der Meinung, dass es generell besser ist, wenn du die Frau einfach mal küsst. Dich da traust. Mir ist aber auch bewusst, dass viele Männer, die das vielleicht nur die gemacht haben, da ein bisschen schüchterner und zurückhaltender sind. Also ich spreche natürlich offensichtlich davon, sie zu küssen in einem Moment, wo es passig ist, nicht irgendwie nach 30 Sekunden auf der Straße, wenn sie schon keinen Bock hatte, von ihr angesprochen zu werden.
Aber wenn, keine Ahnung, ihr seid irgendwie zu Hause, ihr versteht euch gut und es wird immer flirtiger, dass du dann irgendwann, zwangsweise musst du irgendwann den Schritt machen. Und ich weiß, es ist so einer der schwierigsten Schritte, weil da kann die große Ablehnung natürlich passieren. Und davor hat man verständlicherweise Angst. Es ist ja kein angenehmes Gefühl, aber da muss man sich jetzt mal, glaube ich, einfach mal überwinden und einfach gucken. Und dann kriegst du ja dein Feedback. Ich glaube aber auch, dass nichts großartig falsch daran ist, die Frau zu fragen, hey, darf ich dich küssen? Ich glaube nur, dass man sich auf Dauer, das ist ja nur, also warum fragt man das die Frau? Das fragt man natürlich die Frau, um mehr Sicherheit zu gewinnen, um sich wohler zu fühlen mit dem Schritt, den man da macht. Deswegen glaube ich, ist es grundsätzlich nichts Verkehrtes, das zu machen. Ich glaube aber auf der Zeit oder mit der Zeit, wenn du die Fähigkeit entwickelst, besser die Signale der Frau zu verstehen, ist es auch gar kein Problem, einfach mal für den Kuss zu geben, wenn du gemerkt hast, hey, der Körperkontakt, den wir vielleicht vorher hier so ein bisschen hatten, der wurde sehr positiv angenommen und dann ist es ja irgendwie die nächstlogische Eskalationsstufe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es kein großes Problem, das zu sagen, gerade wenn man am Anfang ein bisschen nervös ist. Das ist halt ein großer Schritt. Das ist immer einer der Knackpunkte, sage ich mal, genauso wie wenn man die Frau auf der Straße anspricht und dann fragt, hey, wollen wir uns vielleicht nochmal wiedersehen, die Nummern tauschen? Das ist auch so ein Moment, wo natürlich viel passieren kann. Da mach Sprüche. Boah. Wenn ich deine Fresse hörte, würde ich lachend in eine Kreissäge rennen. Das hört sich doof an, aber. Ist nett, ne? Ja, ich bin charmant, ich habe so dieses gewisse Charmante an mir. Ja, der Devil ist halt einfach ein wilder Typ. Jahrelang üben und verfeinern, damit man weiß, was gut ankommt. Devil war immer schon ein wilder und komischer Typ. Oh. Ich habe kein werbefreies YouTube, Leute. I'm sorry. Oh, nee, ist der unangenehm. Oh, das war ja super. Nee, das geil. Ist auch einfach nee. Oh, und sie sagt noch so, warum läufst du uns jetzt hinterher? Ja. Und einfach, ja, warum denn nicht? Ich laufe doch in dieselbe Richtung. Ich darf doch neben euch sein. Gibt doch kein Gesetz, was sagt, dass ich nicht bei euch sein kann. Falschlag, fertiger oh Bursche. Habe ich dich erschreckt? Ja. Sehr gut, das war mein Ziel. Die haben den aber auch die komischsten Sachen rausgesucht. Der hat das verfeinert. Der ist einfach so. Der hat es über Jahre gelernt, wie man so gut reden kann. Der hat das verfeinert. Ja. Ja? Ja? Kaufst du mir ein Eis oder soll ich dich lecken? Nein! Shabububa. Babu shabababu. Bubu. Shababuba? Shubabababu. Shibachububu. Wenn du nicht sofort mit mir Sex hast, erzähle ich jedem, dass wir Sex hatten. Wild. Oh, nee. Ja, bitte der lass Devil das doch einfach bleiben. Lass typ. Doch mal Leute in Ruhe. Ey, nee. Er hat hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich offensichtlich auch wieder, weißt du, das Video heißt, reagiert auf Dating Coaches, aber das hat natürlich mit Dating Coacherei gar nichts zu tun, sondern das ist einfach nur Devil, der irgendwie wilde Anmachspruch-Videos macht. Wie gesagt, Devil fand ich immer schon einen relativ wilden Typen, kenne ich auch von früher noch aus Berlin. Nicht der, also ich persönlich würde Devils Inhalte jetzt nicht empfehlen, das kann man sich angucken, wenn man das irgendwie unterhaltsam oder lustig findet, der macht ja auch mittlerweile gar nichts mehr. Aber natürlich ist das, was wir gesehen haben, nicht das, was du wirklich auf der Straße machen solltest. Das erklärt sich aber, glaube ich, von selbst, deswegen, ja, die haben natürlich auch wilde Sachen rausgesucht, aber da macht es natürlich am meisten Spaß, drauf zu reagieren. Welche Zertifikate? Wow. Das ist jetzt legit. Das muss richtig guter Shit sein jetzt. Ganz einfach, Frauen sind emotional. Jede Frau auf diesem Planeten ist so ziemlich 10-mal emotionaler als jeder durchschnittliche Mann. Ja, so ziemlich grob, habe ich mal gehört. Jede Frau auf diesem verdammten Planeten, die so einigermaßen gut aussieht, ja, sogar wenn sie unterdurchschnittlich ist, ist immer noch so, dass jede Frau mindestens 10 Männer um sich rumschwirren hat wie so Fliegen. Was war das jetzt für eine Aussage? Weiß ich nicht. Ich komme nicht mehr mit, Digga. Ich komme nicht mehr. Es ist ein Graus, Alter. Frauen wollen bei. Ja, hat er natürlich nicht ganz unrecht. Also, ne, ist natürlich eine große Aussage, dass jede unattraktive Frau mehrere Männer um sich herumschwirren hat. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber natürlich ist es so, dass viele Frauen für Männer in ihrem Bekanntenkreis haben oder in ihrem, ich schreibe mit denen über, keine Ahnung, TikTok oder wir tauschen mal hier und da einen Snap aus bei Snapchat oder was auch immer, die eigentlich interessiert an den Frauen sind und deswegen in Kontakt mit den Frauen bleiben, die klassische, ich probiere es mal über die Freundschaftszone. Das gibt es auf jeden Fall und das haben auch viele Frauen. Also ich glaube, die Realität, ich weiß nicht, warum solche Realitäten bei solchen Leuten wie dann Rezo und hier der Julia Beautics dann irgendwie immer nicht ankommen, aber das ist ja auch irgendwie keine große Neuigkeit und jeder, der so ein bisschen im Leben unterwegs ist, weiß das eigentlich auch. Wo ich nicht mitgehen würde, ist, dass das jede Frau hat. Das hat nicht jede Frau, safe nicht. Aber viele Frauen haben das, das ist richtig. Wer kommt jetzt? Einem Mann nicht. Den kenne ich gar nicht. Was sie vorgeben zu wollen. Ah ja, okay. Und sie wollen auch nicht das, was die meisten Flirt-Gurus und Lifestyle-Magazine dir erzählen. Sondern? Nur er weiß, was Frauen wollen. Sondern, komm, erzähl mir, was wollen wir? Sobald du als Mann einer Frau gegenüber deinen Beziehungsfokus auf Dinge wie Verständnis,
Freundschaft, Romantik und so weiter legst, dann hast du verloren. Dann hast du verloren. Romantik, was soll das? Romantik, Freundschaft, Verständnis? Humor. Das ist doch völliger Quatsch. Romantik, Freundschaft. Okay, bisschen witzig finde ich die beiden schon. Lieber Mann tut so etwas nicht. Beziehungsweise er tut es nur zu ganz besonderen Gelegenheiten. Ja. Heute ist dein Geburtstag. Heute habe ich einmal Verständnis. Komm, ich habe heute so scheiße mal Verständnis. 364 Tage im Jahr. Und das dann auch eigentlich ein bisschen unattraktiv, wenn er das dann macht. Ja, schon. Ist so ein schon bisschen. Eigentlich. Aber zu besonderen Gelegenheiten darf man auch mal Verständnis haben. Ja. Stattdessen handelt er aus dem Bauch heraus. Er handelt spontan. Und er betrachtet Frauen zuerst als sexuelle Wesen und erst dann als Mensch. Okay, das würde ich auch sagen auf jeden Fall. So einen Mann will ich. Oh, das ist er. Das ist mein Traum. Das ist der Mann fürs Leben. Ich reiche es nicht aus. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, der nächste. Ja, okay. Das waren natürlich ein paar wilde Aussagen, wo ich tatsächlich auch nicht ganz mitgehen würde. Wo er tatsächlich recht hat, ist, wenn er sagt, ein Mann macht irgendwie keine, was hat er gesagt, keine Freundschaft oder so. Ja, ich denke auch, wenn du eine Frau attraktiv findest und grundsätzlich andere Intentionen hast als Freundschaft, dann dienst du dir nicht wirklich damit, mit der Frau befreundet zu sein, weil du ja die ganze Zeit andere Intentionen hast. Das ist ja völlig sinnfrei. Ne? Also das, glaube ich, ist auch keine besonders kluge Angelegenheit. Bei allen anderen Sachen würde ich jetzt auch nicht unbedingt mitgehen. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist schon ein wichtiger Faktor. Auch deswegen, weil du natürlich durch deine Aufmerksamkeit erstmal herausfinden musst, ob das irgendwie eine Frau ist, die dir taugt. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du aufmerksam bist und den Frauen zuhörst bei dem, was sie sagen. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Date, wo ich aufmerksam zugehört habe und dadurch herausfinden konnte relativ schnell, dass diese Frau und ich irgendwie nicht so matchen von persönlichen Einstellungen her. Von daher Aufmerksamkeit schon eine sinnvolle Sache. Aber ja, Freundschaft macht sicherlich keinen Sinn, wenn man eigentlich andere Intentionen hat. Nächste, okay. Puh, Tipp für Männer. Hast du eine Frau, die du kennengelernt hast, die du gut findest, und die findet dich schon etwas anziehend, attraktiv, hast du das Gefühl, aber du weißt es nicht und du hast Angst, dass sie dich in die Friendzone jetzt steckt. Oh, ich finde das ganz unangenehm zu gucken. Er ist mir viel zu nah an der Kamera und macht komische Sachen mit seinem Gesicht. Er fühlt sich an, als würde er mich gleich küssen wollen. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Frauen, hört mal weg. Frauen, hört mal weg. Frauen, hört mal weg. Das ist ja nicht mal hören. Aber also offensichtlich noch einmal, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt in diesem ganzen Video. Wir haben bisher kaum Dating-Coaches gesehen, sondern einfach irgendwelche sehr seltsamen Leute, die irgendwelche TikTok-Videos machen. Ausnahmsweise. Mittendrin, wo ihr spricht, sagt einfach zu ihr, hey Bro. Und wenn sie okay, sagt, Bro. Bitte oder irgendetwas, ihr seid noch nicht zusammen, dann ignorierst du das. Und dann schau, wie sie sich verhält. Hä? Und wenn sie dich nochmal fragt, ja, was meintest du jetzt, wie Bro, dann sagst du einfach, sie beruhigen sich erstmal. Was? Was redet der Typ? Was soll das mit? Okay, der Typ ist wirklich weird. Hä? Ja, ich verstanden. Sie erstmal. Also an sich den Trick habe ich hab verstanden, ne? Ich er nicht. Will einfach andersrum gucken, ob sie genau, das ein komisch triggern. Und sie so. Das nicht auch. Also er sagt okay, Bro, und erwartet, dass sie darauf komisch reagiert, weil er Bro gesagt hat oder wie? So, ne? Also erstmal weiß ich nicht, ob das so smart ist, dann hey, okay, Bro zu sagen, weil ich sage meistens Bro, wenn ich klar machen möchte, dass keine Basis da ist. Aber das ist ja völlig absurd. Sie beruhigen sich erstmal. Sie beruhigen sich jetzt erstmal. Sie beruhigen sich jetzt erstmal. Genau. Okay, Bro. Bei Bro sie und dann zum sich jetzt erstmal. So. Das ist schon echt weird. Dann sagst du einfach, sie beruhigen sich erstmal auf eine sarkastische Art und Weise. Auch noch. Und dann Thema wechseln. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann ist sie ganz schnell weg. Ey, das ist viel unterhaltsamer, als ich dachte. Das ist doch viel unterhaltsamer, als ich dachte. Das ist ja. Ist schon sehr unterhaltsam. Es sind schon wilde Vögel dabei. Offensichtlich keine Dating-Coaches. Unterhaltsam. Aber es ist. Ich krieg ein bisschen Aggro in mir. So, voll. Ich krieg ein bisschen Aggro. Das ist halt schade, weil so wird die Wahrnehmung der Öffentlichkeit von Dating-Coaches dann wirklich verschlechtert. Offensichtlich sehen wir hier keine Dating-Coaches. Ach, worauf stehen Frauen eigentlich am meisten? Und hier auch wieder nicht. Halt die Körperteile. Ja. Muss ich kurz aufhalten. War tatsächlich, glaube ich, gar nicht falsch. Ich meine, im Studium haben mal gezeigt, dass Frauen sehr stark auf Arme und den Hintern und offensichtlich einen breiten Frame stehen. Aber gut, auch wieder hat mit Dating-Kulturerei natürlich nichts zu tun. Die Aussage war aber nicht falsch. Oh. Hörst du wahrscheinlich oft, aber du hast echt schöne Augen. Okay. Habe ich halt gerade gesehen so. Interessant, dass wir jetzt mal jemanden sehen, der wirklich irgendwie eine Frau auf der Straße anspricht. Aber wir haben Eugen auch gesehen. Ja. Wie heißt du? Lilly. Hi, Moritz. Hi. Okay, kann man so machen? Genau, wie findest du meine Augen so? Okay.
kann man machen. Stell dir mal vor, ein Dude kommt zu dir an und sagt, du hast schöne Augen. Du so, ja, okay, cool, hi. Und er dann so, ja, wie findest du meine Augen so? Run. Ja, wie findest du meine Augen so? Auch schön. Auch schön. Perfekt, perfekt. Was machst du gerade? Ich gehe gerade zu einem Kumpel. Du? Ah, okay. Ja. Aber so Kumpel. Ja. Okay. Alles daran ist unangenehm. Naja, also ich würde sagen, kann man so machen mit den Fragen, wie findest du meine Augen? Es fordert so ein bisschen heraus. Also was natürlich diese Frage macht, ist, es filtert hier so ein bisschen die Frau raus. Ne? Wenn die Frau sich denkt, was ist das für ein Typ, der, boah, was passiert hier gerade, dann wird sie dir wahrscheinlich nicht ein Kompliment zu deinen Augen geben. Wenn sie dir aber ein Kompliment zu deinen Augen gibt, was sie ja jetzt gemacht hat, ist natürlich ein positives Zeichen. Und was jetzt auch passiert ist, sieht man hier ein ganz, also schon ein sehr klarer Interessensindikator. Manchmal kann es auch einfach sein, dass die Frau sich sehr unwohl im Gespräch fühlt und deswegen solche Sachen macht. Das ist aber eher die Ausnahme und das wirkt bei ihr jetzt auch gerade nicht so, dass sie ihm direkt die Rückfrage gestellt hat, was er denn gerade macht. Also sie scheint schon drin zu sein im Gespräch. Kann man machen, ja, kann man machen. Ja. Ich komme gerade vom Friseur. Ja, willst du mal was machen? Sorry, nee. Weil? Einfach zur Zeit nicht so. Weil du weird bist. Einfach nicht so. Weil du, einfach die Frisur gefällt dir einfach nicht so gut. Ja, genau. Die der Friseur geschnitten hat. Oh nein, aber der tut mir ein bisschen leid. Der hat sich Mühe gegeben. Guck mal, der hat sich getraut. Der hat sich aber getraut. Aber er ist einfach unnormal schlecht in Flirten. In alles. Merkst du, dass es immer die Externalisierung von Verantwortung ist? Ja. Yeah. Du willst mich nicht treffen. Das war auch dann liegt es daran, wie der Friseur meine Haare geschnitten hat. Ah, weil der was gemacht hat. Ja, das ist halt so, was klar. Soll man machen? Warum sind Frauen? Okay, okay, jetzt kommt Alain, aber da noch kurz drauf eingegangen. Ich glaube, für alle, die auch meine Frau im Alltag kennengelernt haben, ich glaube, es dient dir nicht sehr, wenn du die Frau, nachdem sie sagt, sie hat kein Interesse, fragst, wieso denn nicht? Ich glaube nicht, dass dir das viel bringt, denn A, wird sie dir wahrscheinlich nicht die richtige Antwort geben und B, also du brauchst nicht anzufangen, mit Frauen darüber zu diskutieren, warum sie dich denn logischerweise vielleicht doch attraktiv finden sollte oder dich daten sollte. Ich glaube, an der Stelle, wenn eine Frau da Desinteresse signalisiert, dann dienst du dir und der Frau am meisten damit, wenn du dann das Gespräch verlässt, weil A, fuckst du dann die Frau nicht ab, wenn sie in Zukunft von anderen Männern angesprochen wird und Frauen in generellen und B, fuckst du dich aber auch selber nicht ab. Ich glaube, es dient dir selber halt überhaupt nicht, wenn du danach anfängst, so komische, logische Diskussionen mit Frauen zu führen. Da würde ich immer drauf verzichten. Weil das nur dafür sorgt, dass du vielleicht selber nach dem Gespräch dann irgendwie angenervter bist. Die Frau gibt dir natürlich jetzt irgendwie nicht eine krass logische Antwort drauf, sondern sagt vielleicht, ja, keine Ahnung, hab gerade kein Interesse. Also ich glaube, dass all diese Sachen dich oder das Gespräch nur negativer für dich dastehen lassen am Ende des Tages und für die Frau. Und das bringt ja niemanden weiter. Stichwort Peak and Rule. Peak and Rule beschreibt, dass wir von allen Ereignissen, die wir erleben, immer den Peak am besten erinnern. Also den Peak, den Höhepunkt und das Ende. Das heißt, wenn du eigentlich ein ganz cooles Gespräch mit der Frau hattest und so würde das bei der Frau und auch bei dir hängen bleiben, ist es ein bisschen schade, wenn du das Ende dann so seltsam machst und auf so einen Konfrontationskurs gehst, der dir sowieso nicht viel bringt. Und ja, der Flirt, den er da gemacht hat, war nicht besonders gut, einfach weil, also ich finde gar nicht, ich fand das mit den Augen jetzt gar nicht so schlecht. Kann man machen, wie gesagt, aber danach hat er gesagt, ja, ich gehe zum, also danach zu sagen, hey, was machst du gerade, weil das mache ich gerade, da hat sie ja sogar noch gefragt, aber sie stand dann da ja und statt direkt zu fragen, hey, wollen wir uns mal sehen, irgendwie hätte er auch weiter mit ihr sprechen können, um erstmal zu gucken, haben wir überhaupt einen Vibe, haben wir überhaupt eine gemeinsame Basis, sie war ja bereit, mit ihm zu sprechen, aber er ist dann, und das sehe ich bei Leuten, die zu mir ins Coaching kommen, ganz oft am Anfang, die noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, dass sie dann relativ schnell das Gespräch verlassen, indem sie zum Beispiel sagen, ja, lass uns mal sehen, wir können ja die Nummern tauschen, weil sie eben nicht wissen, was sie sagen sollen. Und das ja, konstatiert dann eben keine besonders gute Unterhaltung, aber zeigt auch eben einfach einen Anfänger, der nicht genau weiß, wie er sich in so einer Situation verhalten soll. Übrigens, wenn du das auch lernen willst, Frauen im Alltag kennenlernen, nicht so wie das, was wir gerade gesehen haben, sondern wirklich so, dass es funktioniert, dann kannst du dich hier gerne für ein Coaching bei mir melden. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Wie gesagt, ich bin selbst Trainer, habe das mit über 100 Männern in mittlerweile fast 10 Jahren Arbeit gemacht, mache das also schon sehr, sehr lange, habe eigentlich alles erlebt, mit jedem Typ von Mann schon mal zusammengearbeitet. Das heißt, wenn du dort Probleme hast, kannst du dich gerne da unten mal umschauen. Schreib mir gerne einfach eine Mail und dann quatschen wir ganz zwanglos ist das falsche Wort, ganz unverbindlich, so sagt man ja, miteinander und wir gucken mal, ob ich dir da weiterhelfen kann. Jetzt erstmal der Orlando hier. So materialistisch, klar. Wenn sie schon keinen echten Mann finden, dann nehmen sie halt das nicht beste Ding und das ist halt Materialismus. Manche sind einfach hardcore soziopathische Bitches, ja, Goldgräber. Ja, gibt's auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch soziopathische Männer. Aber ja, es gibt soziopathische Menschen, true.
Ich habe nicht gedacht, dass solche Wörter aus deinem Mund kommen werden. Wie lässig er das so droppt. Manche sind ganz klar soziopathische Bitches. Klar, weiß man ja. Ist ja auch so. Ist ja allgemein bekannt. Ist ja auch bei Männern so. Von Natur aus. Es sind genügend Hunde, die ihr nachlaufen. Und dann, das ist so Bitch, buchstäblich. Wie er redet, es ist so witzig. Passt einfach gar nicht zusammen. Und dann wird's zu Bitch. Buchstäblich. Punkt Nummer 1. Bitches. Was haben die denn alle mit Bitches? Du fängst an und sagst Punkt Nummer 1, Bitches. Digga, mein fucking Leben lang schon werd ich von Bitches links und rechts abgefuckt. Ich bin nur ein so cooler guter ja? Flirtcoach. Er ist Flirtcoach? Es ist ein Mensch, der hat im Hintergrund hier Bücher stehen, aber Fockhaus. Auch Call of Duty, oder was ist das? Mhm. In einer Vitrine. Und hier noch Dagobert Duck. Dagobert Duck, ja. Und so ein Chartboard. Frau abfuckt, das nicht aushalten kann, weil ich mir jedes Mal denke, Junge oder Mädchen, was ist kaputt mit dir, Mann? Was ist fucking kaputt? Mit dir, mit ne? Wieder dir. A, mit den anderen. Heute aufstelle, Regel Nummer fucking 1, Mann. Date keine Frauen, die beim Therapeuten sind. Hä? Das Ding ist... Hä? Warum? Also meistens manchmal. Ist es ganz gut, wenn Leute zur Therapie gehen und es gibt andere Leute, die sollten vielleicht mal zur Therapie gehen, aber machen es nicht, ne? Yeah. There we have it. Ich will nicht mehr. Okay, jetzt kommt der Endgegner. Ja, das hat man ja schon im Clip am Anfang gesehen. Also die Delivery, wie er es hier ausdrückt, klar, da kann man sich dran reiben. Aber ich glaube, die Aussage ist gar nicht so falsch. Date keine Frauen, die in Therapie sind. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, man sollte ein bisschen Obacht walten lassen, wenn man Frauen datet, die in Therapie sind. Also wir müssen ja erstmal, was heißt daten? Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Frau kurzzeitig datest, die in Therapie ist, mit der irgendwas Kurzzeitiges hast, mag das kein Problem sein. Wenn das aber eine Frau ist, mit der du irgendwelche längerfristigen Planungen machst oder vielleicht sogar Familienplanung, dann würde ich jetzt nicht sagen, es schließt das grundsätzlich aus, Frauen zu daten, die in Therapie sind, aber du solltest ganz genau wissen, warum sie denn in Therapie ist und du solltest auch verstehen, was dieser Therapiegrund, was das für Auswirkungen auf den Alltag hat. Zum Beispiel kann es ja sein, dass du eine absolut tief depressive Frau hast, die in Therapie geht, die ihren Alltag überhaupt nicht bewältigen kann. Und natürlich würde es dann sehr wenig Sinn machen, mit dieser Frau eine gemeinsame Familie zu gründen, wenn sie gar nicht in der Lage ist, sich um die Kinder zu kümmern, weil sie ständig in ihren Depressionen hängt. Dann sollte sie natürlich vielleicht erstmal zum Therapeuten gehen und diese Problematik für sie lösen. Und für dich wäre es nicht besonders ratsam, sie zu daten. Das stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Frau hast, die in Therapie geht, weil, keine Ahnung, ihre Mutter ist gestorben und das ist natürlich schon ein krasser Einschnitt ins Leben und sie kommt damit selbst nicht so gut klar und da hat sich ein Therapeuten als Hilfe gesucht, gute Idee, dann macht es natürlich, dann würde ich sagen, es ist ein sehr verständlicher Grund, warum jemand vielleicht gerade in einer schlechten Phase ist. Ich glaube, das könnte jeder von uns nachvollziehen. Und dann würde ich sagen, ist es nicht unbedingt ein Problem, diese Person zu daten. Dann fände ich sogar eher positiv, dass man sagt, hey, die Person hat bemerkt, ich brauche hier ein bisschen Unterstützung und die hole ich mir jetzt auch. Und dann würde ich es fast eher als etwas Positives sehen, wenn ich ehrlich bin. Also es kommt sehr darauf an, warum die Person in Therapie ist, aber definitiv keine falsche Aussage. Jetzt kommt der Endgegner, okay, let's go. Bist du bereit für den Endgegner? Ich bin nicht bereit für den Endgegner. Ich bin mental bereit. Einfach nicht bereit für den Endgegner. Alter, das ist zu krass gerade. Jetzt komm ich. Hey, ich bin immer wieder euer Pimp Daniel mit den braunen Haaren und den 21er Bock. Und ich bin 21. Heute erkläre ich euch, wie ihr Nacktbilder von Bitches kriegt. Ja, okay, offensichtlich auch wieder kein Date-Coach, aber schon wild, wilder Typ, absolut wild. Okay, ich verstehe, warum es der Endgegner ist. Ja, okay. Tipp 1, schreibt sie an. Ja. Und benutzt immer Swinker-Smileys. Ja. Das darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Sonst klappt das alles nicht. Nee, das geht nicht. Der gesamte Plan funktioniert nicht, wenn du nicht immer einen Swinker-Smiley schreibst. Alles basiert auf Swinker-Smileys. Ja. Tipp Nummer 2. Wenn ihr dann besser mit ihr schreibt, dann fragt sie, ob sie ein Bild haben will. Und wenn sie nein sagt, schickt es trotzdem. Ich glaube übrigens, wenn du einfach so ein Schwanzbild schickst, dann kann man das mittlerweile anzeigen. Von daher, Obacht da, aber offensichtlich empfiehlt es sich niemals, in absolut keiner Situation ein Schwanzbild zu schicken. In keiner Situation, nicht mal wenn du die Frau, die du schon kennst, anhören willst, würde ich ein Schwanzbild schicken. Also es gibt keinen Use Case dafür, okay? Aber ja. Kann das nicht. Ich muss sagen, ich kann ihm gut folgen. Ich kann nicht mehr. Ich bin auch auf jeden Fall seiner Meinung. Ich kann nicht mehr. Seit den Zwinker-Smileys wusste ich, das wird gut. Einfach IQ 9000. Ja. Wenn sie sagt nein, macht es trotzdem. Einfach trotzdem, weißt du? Jetzt kommt wahrscheinlich... System gedribbelt. Ja. Keine Bitch kann auf einen 21 Zentimeter langen Cock verzichten. Ja. Es geht, also es ist physisch gar nicht möglich. Es geht gar nicht. Es ist einer Frau innerlich nicht möglich, darauf zu verzichten. Sobald ihr das Nacktbild bekommt, habt ihr etwas...
worauf ihr euch entschuldigen könnt. Und dann könnt ihr sie erpressen. Das ist so absurd abgefuckt. Und gleichzeitig könnt ihr sie erpressen. Es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Immer schlimmer. Wie kommt man darauf, so ein Video zu machen? Ja, das sage ich tatsächlich auch. Thema Dating. Okay, also offensichtlich wollen sie gerne keinen Dating-Coach, aber boah, Alter, was macht der da für Videos, ey? Alter, okay. Okay. Sex eigentlich gerade mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Oh nee. Es ist immer wieder witzig zu sehen. Bitte zieh jetzt nicht den Ukraine-Krieg da rein. Bitte, also wenn solche Leute es jetzt noch schaffen, den Ukraine-Krieg irgendwie mit zu inkludieren in ihren Content. Wie sehr Menschen erstmal in so eine kleine Existenz- und Konfliktkrise kommen müssen, um zu checken, dass sie mal ihr Leben auf die Reihe kriegen müssen. Ne, wenn so ein tödlicher Konflikt naht und so der Dritte Weltkrieg kurz vorm Ausbrechen ist, dann checken auf einmal alle, dass sie ihr Leben ja gar nicht in vollsten Zügen genossen haben. Ich glaube, die meisten Männer, die machen sich auch einfach nicht genug Druck in dem Thema Dating und Frauen, weil sie ja ihr Leben behandeln, als würden sie ewig leben. Aber the matter of the fact ist, du kannst zu jeder Zeit sterben, selbst wenn du vor die Tür gehst. Ich kann ein Auto überfahren, ich kann eine Last überfahren. So, warum also länger warten, damit dein Dating- und Sexleben auf die, ob mit Krieg oder ohne. Deswegen einfach mal mehr an sich arbeiten, einfach mal mehr ficken. Und vor allen Dingen auch mal den Frauen eine schöne Zeit geben, weil die sind genauso existenziell gerade bedroht wie du. Ey. Wie hat der denn jetzt, warum? Mach, guck mal, ist doch an sich nett gemeint gewesen. Aber warum mit dem, warum? Ich verstehe auch nicht, wie man Krieg noch da inkludieren musste. Also man hätte doch einfach sagen können. Das Video wäre doch auch so. Ja, also, so hey, das Leben ist kurz, deswegen mach einfach mal was in deinem Leben. Hätte man doch so sagen können. Ja. Ohne Scheiß, das war krasser, als ich dachte. Als Jakob mir das gepitcht hat. Das sind auch so Sachen, da verstehe ich nicht, wo liegt jetzt die Aufregung darüber, dass der Ukraine-Krieg erwähnt wurde? Das war ja nur eine Hinführung zu dem eigentlichen Thema jetzt von dieser Aussage. Offensichtlich, die wollen uns ja gerne keinen Dating-Coach, den wir hier gesehen haben, oder vielleicht doch, aber keine Dating-Coach-Aussage. Aber ja, das kann man natürlich als Beispiel nutzen, weil es halt eine aktuell relevante Sache ist. Ne? Also verstehe ich jetzt nicht die große Aufregung, warum man jetzt Ukraine-Krieg mit reingenommen hat. Ist ja nur eine Metapher, offensichtlich. Aber ja, das scheint das Ende des Videos zu sein. Witziges Video. Ich finde diese Videos tatsächlich immer ganz interessant. Offensichtlich ist im Mainstream YouTube sind ganz komische Annahmen über dieses ganze Dating-Coach-Thema vorhanden. Dazu muss ich fairerweise aber auch sagen, wenn man dann solche Videos sieht, wie die wir gesehen haben zum größten Teil, kann ich das total nachvollziehen. Sehr, sehr seltsame Leute dabei, irgendwelche komischen TikTok-Dudes, die offensichtlich keine Dating-Coaches sind. Deswegen muss man da, ich glaube, das große Problem ist, dass da einfach nicht differenziert wird und der Mainstream gar keine Ahnung davon hat, was alles Gutes dabei rumkommen kann, wenn Männer unterstützt werden von anderen Männern oder auch Frauen, die einfach sich nicht trauen, die ihr Leben nicht so auf die Kette kriegen und dann kriegst du eben jemanden, der dich unterstützt. Das unterscheidet sich gar nicht so großartig vom Gang zum Therapeuten. Nur die Problematik ist eine andere und der Therapeut ist halt kein Experte darin, mit dir auf die Straße zu gehen. Von daher, ich glaube, das ist das Verständnis, was hier ein bisschen fehlt im Mainstream, was wirklich schade ist. Aber okay, interessant. Wie gesagt, witzige Videos, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Reaktion auf solche Videos findet. Ich finde es unterhaltsam, schon allein das zu gucken. War witzig, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn du selber deine Folge bei Frauen verbessern willst oder in deinem Leben grundsätzlich, schau mal in die Beschreibung, schreib mir mal eine E-Mail und dann quatschen wir beide mal. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.